Okay. Es ist na, Viertel vor sechs. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hamburg. 4 Tage Aufnahme mit Volker Lechtenbrink. Das Buch heißt 2012, das Ende aller Zeiten. Und soweit ich das verstanden habe, ist es wohl ziemlich spannend. Ich bin in knapp 4 Stunden da, hoffentlich, und ich lasse mich überraschen. Bis dahin. Als erstes erblickte ich einen roten Punkt auf türkisfarbenem Grund. Dann tauchte links darüber noch ein Punkt auf. Und ein dritter, dicht unter dem ersten. Und dann immer mehr. 5 und 9 und 13. Die Punkte schwollen an und breiteten sich aus. Und wo sie sich berührten, flossen sie ineinander und verschmolzen. Ich erkannte, dass es Tropfen meines Blutes waren, die von meiner Zunge auf türkisblaues Opferpapier fielen. Es hat funktioniert, wurde mir klar. Heilige Miaditas. Wir schreiben nicht das Jahr 2012, wir schreiben das Jahr 664, den 20. März 664 nach Christus im gregorianischen Kalender. Oder nach Maya-Zeitrechnung den 3 Erdrassler, 5 Regenfrosch, im 11. Uinal des 11. Tun, im 11. Ka'atun des 9. Ba'aktun. Und es ist 4.48 Uhr morgens. Ein Sonntag. Hijo de puta. Ich blickte auf und konzentrierte mich auf den niedrigen, trapezförmigen Durchgang. Der Himmel war violett. Trotzdem konnte ich mehr Sterne sehen als je zuvor. Schleier und Sprengsel aus Sternen bis hinunter zur 4. Größenklasse. Sie waren natürlich verschoben. Aber Tarot hatte den Transfer so getimt, dass die Spitze von Ein Ozelots Zigarre Algenip im Pegasus sich annähernd an der gleichen Position innerhalb der Tür befand wie zuvor. Unfassbar, dachte ich. Absolut unfassbar. Sie haben es tatsächlich geschafft. Neue Badzeit, gleicher Badpunkt. Nicht, dass ich tatsächlich noch an der gleichen Stelle des Universums gewesen wäre, falls das etwas zu sagen hat. In 1347 Jahren bewegt das Sonnensystem sich innerhalb der Milchstraße ein ganzes Stück weiter. Aber ich war auf dem gleichen Fleck Erde geblieben. Die letzten 4 Tage hier das Ende der Welt gelesen, das Ende aller Zeiten. In den Luna-Studios mit Kerstin Kaiser und mit Dennis. Also auf dieses musste man sich sehr gründlich vorbereiten, weil da ganz viele Maya-Ausdrücke sind und alle Weltsprachen verwandt werden. Also ich habe richtig so eine Woche gebüffelt mit, also so mir diese Seite für Seite vorgenommen. Und so hat sich aber gelohnt, glaube ich. Die Spannung und die Seltsamkeit, das ist eine ganz seltsame Erzählweise, spielt auf verschiedenen Ebenen, in der Vergangenheit, in der Gegenwart, ein bisschen in der Zukunft. Und es ist mit so einer heißen Feder geschrieben. Also, und ich finde diese verschiedenen Wendungen, die es immer nimmt, die man zwar sehr intensiv verfolgen muss, damit man sie mitbekommt, aber es hat eine starke Intensität, das Buch, und einen verblüffenden Schluss und einen sehr verblüffenden Anfang auch. Der Tag geht zu Ende, wir sind ja nun rechtzeitig fertig geworden sozusagen und draußen scheint die Sonne, vielleicht mal noch einen kleinen Spaziergang
Und heute Abend habe ich Theatervorstellung, wie jeden Abend, von Geisterkomödie von Noel Coward. Okay, dann danke ich. Ich danke auch. Tschüss. Tschüss, Dennis. So, Leute, 4 Tage Hamburg, 4 schöne Tage Hamburg geht zu Ende. Ich habe Kerstin gerade noch zum Bahnhof gebracht, bin gerade selber auf der Autobahn unterwegs. Volker dürfte jetzt noch ein bisschen an der Elbe spazieren gehen, wie er gesagt hat. Weil in Hamburg scheint ja noch ein bisschen Sonne. Wir sind durch mit dem Buch und ich glaube, das wird ein gutes Buch. Nach Unmengen von Kamillentee und dem leckeren Kaffee bei Tom haben wir gerade das ganze Ding fertig gemacht. Ab morgen, glaube ich, geht es schon weiter im Schnitt. Die Musik haben wir vorhin wahrscheinlich auch schon da. Ich freue mich drauf, ich glaube, es wird ein gutes Buch und muss kurz sagen, ich glaube, ich freue mich auf Teil 2. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss! Gandhi. Festhalten an der Wahrheit. Wenn sie ihn einsperrten, stand das Volk auf. Wenn sie ihn freiließen, stand es ebenfalls auf und wurde von ihm angeführt. Die Engländer waren ratlos. Zuerst hatten sie über ihn gelacht, zuletzt haben sie ihn gefürchtet. Sie hätten ihn wohl am liebsten gehängt. Aber man war ein Rechtsstaat. Für ein Todesurteil hätten die Verbrechen dieses Mannes nie gereicht. Das war das Neuartige, hinterhältig Raffinierte an diesem halbnackten Fakir, wie der britische Premierminister Winston Churchill ihn bezeichnete. Dass er die Staatsgewalt herausforderte, aber sich nicht der geringsten Gewalttat schuldig machte. Drohen, einsperren, freilassen und wieder drohen, einsperren und freilassen war daher alles, was den englischen Beamten und Politikern während einer jahrzehntewährenden Auseinandersetzung einfiel. Darüber kam ihnen eines ihrer größten und wertvollsten Besitztümer abhanden. Indien, ein ganzer Subkontinent.